Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod. Die neueste Ausgabe von The End, der Podcast auf Leben und Tod für unseren Haus- und Hofsender Radio 1. Und heute zu Gast, das haben wir jetzt schon länger geplant und immer hin und her geschoben. Und jetzt hat es endlich geklappt, ist der fulminante Sven Regner. Viele Jüngere kennen dich eher als sehr erfolgreichen Autor und haben darüber, das ist so in meinem Bekanntenkreis, Element of Crime als deine Band entdeckt. Was gibst du an, wenn dich jemand fragt, was du von Beruf bist? Musiker und Schriftsteller, sage ich eigentlich immer. Ich habe als Musiker angefangen und es ist auch so, dass ich auch, glaube ich, damals meinen ersten Buchvertrag, den ich ja bekommen habe, bevor das Buch eigentlich geschrieben war, auch nur in dieser Form bekommen habe, weil ich durch Element of Crime schon ganz gut drin war in so einer kulturindustriellen Welt. Aber Musik habe ich immer gemacht und mache ich auch immer. Und Bücher schreibe ich, also als Autor sehe ich mich nur in dem Moment, wo ich gerade an so einem Buch schreibe, weißt du? Ja. Das ist halt so. Oder wenn man die Lesung macht, ist man ja eigentlich gar nicht mehr Autor, sondern so eine Art Vortragender. Eigentlich eher so ein Schauspielerjob hier eigentlich schon fast. Ne? So Geschichtenerzähler. Ja, Lesungen haben ja viel mit Audio zu tun, also mit Sound ja auch, weißt du? Mhm. Schriftsteller ist ja eher wirklich so richtig so schreiben. Und das bin ich eigentlich dran, wenn ich eben also so ein Jahr lang oder so an so einem Roman schreibe. Aber da also das eine permanent ist und das andere eher so in Schüben kommt, sage ich immer Musiker und Schriftsteller. Was ich so in Vorbereitung auf heute so mit Kollegen hier im Laden besprochen habe, ist, dass wenn wir so interne Charts machen, was spielen wir quasi aus dem popkulturellen Kontext am häufigsten auf Trauerfeiern, dann kommt relativ, weil das finde ich ganz spannend, Bob Dylan, Nick Cave und vor allen Dingen bei Berlinern immer wieder auch Element of Crime. Also ihr seid relativ weit oben in den internen Bestattercharts bei uns, was ich insofern ganz interessant bin, als dass ich euch immer gar nicht so als so morbide wahrgenommen habe. Ne? So, aber ich glaube, dass Menschen mit euch was sehr Melancholisches verbinden. Ja, aber vielleicht ist es auch einfach, dass wenn man weiß, dass der gestorben ist, dass er das auch gut fand oder so. Also eine Tante von mir ist gestorben und der wurde dann auf der Orgel, das war eigentlich ganz toll, hat jemand auf der Orgel so Roger Whittaker-Songs gespielt, weil die halt so ein großer Roger Whittaker-Fan war, weißt du? Nicht, dass jetzt wir oder ihre Kinder oder so, Roger, sondern sie selber waren das. Und das ist ja dann auch so eine Geschichte. Und ich glaube, ja, natürlich, Musik an sich ist eine melancholische Kunst. Und das ist nicht schwer, dann auch so melancholischen Gehalt in der Musik aufzuspüren. Das liegt in der Natur der Sache. Und das ist bei uns natürlich nicht anders. Hast du oder habt ihr denn schon mal, also gab es schon die Frage aus dem Freundeskreis, dass ihr auf einer Trauerfeier spielt oder auftretet oder was beitragt? Ja und nein, aber ich könnte das, glaube ich, nicht so gut. Ich bin mal gefragt worden bei einer Trauerfeier, weil da spielten die 17 Hippies und ob ich eben mitspielen will, aber da war ich schon so betrunken. Das heißt, ich dann Trompete mitgespielt, aber wenn man erstmal eine Menge Alkohol getrunken hat, dann kann man nicht mehr Trompete spielen. Das ist so eine Sache und ich glaube, dass es auch für mich sehr schwierig wäre. Also das war aber auf sozusagen auf der Aftershow, also auf der Party sozusagen nach der eigentlichen Trauerfeier, die ja für mich untrennbar dazugehört, was ja auch so toll ist. Ich selber könnte das, glaube ich, als Musiker bei Beerdigung nicht, weil ich bei Beerdigung eigentlich immer weinen muss. Was macht es denn mit dir, wenn man spürt, oder das weißt du natürlich auch, dass das, was du als Künstler produzierst, für ein Leben so wichtig war, dass quasi in der Quintessenz, nämlich in der Trauerfeier, das wieder auftaucht. Also berührt einen das? Ist das was einem Respekt macht? Das ist einfach das, was man sich immer erhofft. Man hat ja keinen Einfluss darauf, was mit dem, was man als Künstler tut, was damit geschieht letztendlich. Wir geben das weg in der einen oder anderen Form und die Leute machen damit, was sie wollen, sie interpretieren das, wie sie wollen. Das hat für sie die Bedeutung, die es nun mal hat oder auch nicht. Deshalb nimmt man das einfach nur als Geschenk. Ja, das ist eben so, aber man hat auch darauf, man darf es auch nicht zu persönlich nehmen. Man hat darauf, die Musik ist da stärker als man selbst. Es ist einfach die Kraft der Kunst, dass es den Leuten auch so viel bedeuten kann. Man muss das einfach so nehmen, wie es ist. Man darf ja gar nicht groß drüber nachdenken, finde ich. Weil man darauf sowieso keinen Einfluss hat.
Und weil das auch auf einen selber keinen Einfluss haben sollte, meiner Ansicht nach. Weil man das letztendlich darum geht, dass man die Kunst macht und die Musik macht und so weiter, die man selber vertreten kann, wo man selber das Gefühl hat, dass es das Richtige ist. Und dass es einen selber auch bewegt und berührt. Sonst funktioniert das nicht. Ja, man kann da nicht Wünsche erfüllen oder so. Das habe ich gar nicht, weil Leute glauben, man könnte das so sehr steuern, aber so ist es eigentlich gar nicht in der Kunst. Man kann das nicht so steuern, es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen dem, was man selber als Künstler tut und der Wirkung, die man erzielt. Man kann das immer nur hoffen. Und man stellt fest, dass die Wirkung auch sehr individuell verschieden ist. Selbst nach so vielen Jahren, die du es jetzt machst, kannst du schwer, oder hast du ein Gefühl, bevor etwas aus deinem Kunstkreis kommt, ne? Sei es, dass es ein neues Buch ist oder neue Musik, hast du mittlerweile kein Gefühl dafür, wie die Wirkung danach ist? Du, kann sein, dass ich dafür ein Gefühl habe, aber was mit Gefühlen so ist, das hat ja nichts zu bedeuten in dem Zusammenhang, weil das muss ja mit, das Problem ist, man könnte dann ja auch später enttäuscht sein, es hat nicht die Wirkung gehabt, die man sich erhofft hat, aber ich halte das für den falschen Ansatz. Das ist so, wie wenn die Kunst einfach nur so ein Werkzeug wäre, mit dem man irgendwas erreichen will oder so. Und das funktioniert halt nicht. Sondern die Kunst genügt sich da auch selbst, ist sozusagen Wert an sich. Was man ja letztendlich will, ist, dass man als Künstler mit dem, was man da, dass das, was man da schafft, dass das die Leute ein bisschen glücklicher macht. Dass es ihnen die Möglichkeit gibt, sich mit ihrer eigenen Existenz zu versöhnen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das bedeutet, dass man, das kann man nur hoffen, weil das von dem Einzelnen abhängt. Die grundsätzliche Erfahrung eines jeden Künstlers ist, dass ungefähr 98% der Leute mit dem, was ein Künstler macht, nichts anfangen können. Nein, du lachst, aber rechne das doch einfach mal aus. Ja. Du hast 80 Millionen Einwohner in Deutschland. Du bringst jetzt eine Platte raus. Und jetzt 2% finden das so gut, dass sie sich echt so eine Platte kaufen. Ich meine, es gibt kaum noch Plattenverkäufe, weil wir gestern die Firma, nur so als Beispiel. Wenn du also 2%, ja, das sind 1,6 Millionen. Dann bist du Herbert Grönemeyer von den Verkaufszahlen. Ja, aber locker. Das heißt, bei dem sind es dann vielleicht insgesamt, also 2%, die Hard-Fans oder die das richtig gut finden. Und dann gibt es vielleicht nochmal 5%, sagen wir mal, also nochmal dann 4 Millionen oder so, die das auch irgendwie okay finden. Dann sind aber immer noch 93%, denen das total egal ist oder die das richtig schlimm finden, was du da machst. Weißt du, was ich meine? Das heißt, selbst wenn du der oberpopulärste Künstler bist, ist das immer nur ein ganz kleiner Teil der Leute, denen das wirklich was bedeutet. Dass das mal nicht mit Geschenk bekommen. Und da spielt es eigentlich sozusagen rein vom Verhältnis ja kaum eine Rolle, ob das 10.000 sind oder 100.000. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung ist das gar nichts. Ist immer noch marginal, ja. Ist das nichts, ja. Was du gerade gesagt hast, fand ich total schön mit dem persönlich, weil was mir aufgefallen ist, dass wenn bei uns auf Trauerfeiern Element of Crime läuft, ist es fast immer das Schlusslied. Das ist quasi das Lied, mit dem du versöhnt nach so einer Trauerfeier im besten Falle wieder zurück so ein bisschen in eine Realität gehst. Also der Ansatz ist ja häufig, beobachte ich, dass so das letzte Lied so ein bisschen was Kraftgebendes sein soll. Und das fand ich total spannend, dass ihr da, wenn du sagst versöhnlich, dass ihr da am Schluss fast immer auftaucht. Ja, aber ich meine, das ist eigentlich auch ein bisschen grundsätzlicher. Also jetzt weg von dem, was wir konkret machen, sondern eigentlich von aller Kunst. Ich hatte neulich meine Professur, so eine Gastprofessur, die auch nur 2 Tage währte, in Kassel, die Grimm-Professur, so eine Poetik-Professur, wo ich also mich irgendwie erkläre. Ich habe dann das Thema gewählt, Kunst und Humor, ja, Humor in der Kunst. Und habe dann festgestellt, als ich dann länger drüber nachdenke, das ist alles natürlich, dass diese ganze Sache was mit Distanz zu tun hat. Warum man, also erstmal kommt es dann ja auf die Frage, warum macht man überhaupt Kunst? Was ist die Idee von Kunst? Warum macht man das? Und warum kann das auch andere Leute berühren? Was passiert bei den Leuten? Also was wird da ausgelöst? Und was ist der Honig, den man da raussaugt, dass man sich ein Kunstwerk wahrnimmt zum Beispiel? Warum malen Höhlenmenschen irgendwie Steinzeitmenschen irgendwie sich so eine Jagd irgendwie auf ihre Höhle? Also so eine Büffeljagd. Das gibt's ja diese Bilder, wo man so kleine Männchen sieht, die dann so eine Büffel jagen. Und ich glaube, das ist das, was ich vorhin sagte, die Distanz zur eigenen Existenz.
Also ich habe es dann auch da tatsächlich, das ist, deshalb passt das hier auch her. Also ich, weil ich habe gesagt, meiner Ansicht nach ist der Mensch das melancholische Tier, weil der Mensch als einziges, jemals soweit man das weiß, als einziges Lebewesen sich wirklich der Tatsache immer bewusst ist, dass er sterben wird. Und das ist sozusagen eigentlich eine sehr anstrengende Bürde. Und das Interessante ist, dass die Kunst einen Moment lang sozusagen Distanz zu diesem Umstand verschafft. Insofern sie sozusagen so einen Blick wie eines Gottes auf die ganze Sache. Im Sinne von kurz vergessen helfen oder kurz verdrängen. Nee, oder einfach auch das Distanz zu, ja genau, einfach eine Distanz zu schaffen, sozusagen so Urlaub vom Ich sozusagen. Also wenn du zum Beispiel als Höhlenmensch diese Jagd dort malst, dann ist das nicht diese Jagd, die du eigentlich kennst. Nämlich, dass du da mittendrin bist mit dem Speer und dann kommt dieser scheiß Stier auf, dann kommt dieser Büffel auf dich zu und du hast Angst und einer wird totgetrampelt und der Rest schneidet den dann auf und so. Nein, sondern was du siehst, ist so ein Blick, wie wenn so ein Gott oben drauf guckt. Diese Distanz, die darin liegt, dass man das sozusagen von außen malt, wie man, ne, so. Und das heißt, in dem Moment, man sich sozusagen auf seine eigene, man ist ja selber eins von diesen Männchen wahrscheinlich, dass man aber sozusagen auf sich selber mit einem anderen Blick nochmal, mit diesem distanzierten Blick schaut und es anders sieht. Oder wenn man einen Roman liest und plötzlich an dem Leben von jemand anderem teilnimmt. Also das Leben eines anderen lebt in dem Moment. Sagen wir, man liest jetzt mal sich Don Quixote oder so. Und dann liest man das und dann kriegt man das Leben von diesen Menschen da im, was weiß ich, 18. Jahrhundert oder was, der da diesen ganzen Quatsch macht. Ja, dass man sozusagen in dem Moment, das ist ja Urlaub vom eigenen Ich. Und das ist eine extrem wichtige Funktion, so wie Schlaf ja auch sowas ist. Und ich habe mehrere solche Sachen, so Distanzmittel. Und eins davon ist zum Beispiel auch Humor. Ja. Ja, so ein sehr kaltes Distanzmittel eigentlich, so eine sehr, sehr kalte Technik, um sich sozusagen von sich selbst zu distanzieren. Also das findet man ja auch, das hieß auch zwischen Depression und Witzelsucht, war das eigentlich der, wie ich finde, sehr gelungene Titel dieser Vorlesung, wenn ich da mal so ein Selbstlob... Wie war der Titel nochmal? Zwischen Depression und Witzelsucht. Witzelsucht ist ja, wenn die Leute keinen Zugang mehr, also sozusagen alles wegwitzeln, nichts mehr an sich ranlassen, also sozusagen durch dieses ewige Witzeln diese Dauerdistanz haben. Und Depression ist, wenn man sozusagen überhaupt keine Distanz mehr hat zu dem, was mit einem passiert, was da ist. Das heißt, dass die extreme Humorlosigkeit, dass das sehr anstrengende Menschen sind, weil sie einfach keine Distanz, überhaupt nicht mehr für eine Zehntelsekunde erlauben, sozusagen rauszutreten. Irgendwas suspendieren von ja, sich ganz mal. Ja, ganz genau, aus der Realität, wie sie vorfinden. Und das ist eigentlich unerträglich. Na? So wie man auch weiß, dass ja zum Beispiel Schlaf etwas ist, was man ja nicht macht, weil man das körperlich unbedingt braucht, sondern dass die Seele das eigentlich braucht. Dass die Leute, wenn die Schlafentzug bekommen, lange bevor sie große körperliche Probleme bekommen, bekommen sie einfach psychische Probleme, drehen einfach durch. Ich habe mal irgendwann ein Interview mit, das muss in den 90ern, mit Richard Ashcroft von The Verve, der erzählte, dass die heftigste Droge, die er kennt, ist Schlafentzug. Ja. Also weil er wirklich irgendwann Halluzinationen bekommt. Aber ist das auch dein Zugang zu der Kunst, die du machst, dieses, dass du von außen auf Sachen guckst, weil ich gebe dir total recht, weil was du gerade sagst, dieses, die meisten Bücher, die aktuell erscheinen, sind ja diese allwissenden Erzähler, wo du das Gefühl hast, es ist genau dieser gottgleiche Blick auf Geschichten, ne? Also dass da Autoren sich doll trauen, mit Perspektiven zu spielen, ist gar nicht mehr so oft da, habe ich das Gefühl. Aber ist das für dich die gleiche Therapieform oder der Therapie nicht? Komischerweise ist das eigentlich eher gerade nur die Erzählung, warum ich nicht wähle, weil das da auch so offensichtlich ist. Ja. Aber de facto ist das eben so. Das wäre die Jura-Abteilung sozusagen, ja, die germanistische. De facto ist es aber so, das finde ich über diese ganzen Leute, die habe ich alle selber erfunden. Die gab es nicht. Okay. Weißt du, die habe ich alle erfunden, die habe ich geschaffen, wie so ein scheiß Gott, wie jemand, der das Leben nimmt, das zusammenknetet und dem Leben einhaucht. So habe ich das gemacht. So sind die alle in die Welt gekommen. Und wenn ich mit denen da agiere, dann kommen die mir auch so vor wie lebendige Leute. Und die machen teilweise auch einfach, was sie wollen. Das heißt, ich hab noch nicht mal das Gefühl, ich hatte dauernd die Kontrolle darüber. Das ist schon ziemlich schräg eigentlich, so als Erlebnis. Das Entscheidende ist aber überhaupt der Wunsch, ständig irgendwas zu schaffen und in die Welt zu bringen. Der ist bei jedem Künstler sehr, sehr, sehr ausgeprägt. Ständig etwas rauszuhauen, einfach und immer weiter, dass man damit auch sozusagen die Depression sozusagen oder beziehungsweise die Melancholie sozusagen auch sozusagen zurück, immer wieder auch zurückdrängt. Ich glaube, dass bei vielen Künstlern das eine ganz große Rolle spielt. Meine Frage an dich wäre, weil du von dem Höhlenmaler kamst. Die Frage ist ja bei Künstlern dann gerne, ne, wo ist das Sendungsbewusstsein? Also hat der Höhlenmaler ein Bewusstsein dafür, dass irgendwann
Sven Regner kommt und seine Höhlenmalerei wahrnimmt und quasi seinen Blick einnimmt, oder hat er das als Selbstständiges gemacht? Ja gut, das ist die Frage. Ne? Also es ist wie wenn man, was wenn das jetzt nie jemand für sich ganz alleine gemacht hätte. Ich glaube, das wäre genauso okay. Ich glaube, das ist genauso okay, so wie das auch für dich okay ist, wenn du zu Hause sitzt und eine Gitarre spielst für dich alleine. Und kein Mensch hört das. Das ist ja trotzdem okay. Ich glaube aber, dass man natürlich trotzdem auch eine große Befriedigung daran liegt, dass dann die anderen Höhlenmenschen kommen und sagen, hey, das ist aber geil. Ich meine, das ist natürlich auch das. Natürlich kommt auch einer von diesen Höhlenmenschen und sagt, finde ich aber scheiße. Ne? Kann ich besser als du. Ja, oder was soll denn der Quatsch? Hier war vorher viel schöner, als da nichts war. Ich meine, weil du natürlich das Glück hast, dass du mit den Kunstformen, also zumindest die, die ich von außen kenne, dass du davon leben kannst, ne? Dass das quasi dazu führt, dass Leute das auch wahrnehmen und das annehmen und so gut finden, dass du die Zeit hast, das zu machen. Ja gut, das ist natürlich der Idealfall, ne? Dass man also nichts anderes machen muss. Aber ich habe ja auch lange Zeit am Anfang und so haben wir ja alle irgendwie auch nebenbei gearbeitet und so. Das ist ja nicht so, dass man natürlich erhofft man sich das und man würde das auch wahrscheinlich trotzdem machen sonst. Es kann auch was Zwanghaftes haben. Also wie gesagt, also ich werde nervös, wenn ich lange Zeit nichts. Manchmal denke ich so, mal so ein Jahr vielleicht gar nichts Neues anfangen. Also keine Songs schreiben, kein Buch, nichts oder so. Und dann merkt man aber, dass man das eigentlich überhaupt nicht so richtig aussieht, weil es einfach auch so eine tiefe Befriedigung damit einhergeht, dass einem irgendwas gelingt. Oder dass man überhaupt eine Idee hat für irgendwas. Aber das Entscheidende ist halt, und darum ist es manchmal auch schwierig, als Künstler, man braucht auch eine gute Idee. Also nur einfach irgendwas zu machen, das funktioniert eben auch nicht. Also irgendwie was, auch ohne Idee und ohne irgendeine, also uninspiriert was zu machen, das ist eher sozusagen, das nervt dann eher. Ne? Aber ich glaube, das ist, also das ist nur aus einer Beobachtung, das ist schon auch ein Wunsch nach, das ist quasi auch so ein bisschen das Thema hier für mich, was zu hinterlassen oder was zu schaffen, das bleibt. Ja, das finde ich tatsächlich, das habe ich nicht so. Okay. Weil das wäre ja die andere Möglichkeit, so dem toten Schnippchen schlagen, in dem so ein ewiges Leben durch, ich habe, die Buddenbrooks geschrieben oder so. Das kann man machen, aber ehrlich gesagt, das finde ich eher geistlos. Also weil das erstens weiß man sowieso, dass es, wenn man tot ist, egal ist. Ne? Kann man behaupten, dass das irgendwie dann, dass das weiterlebt, man weiß es aber auch nicht. Bist du irgendwie religiös? So sehr, 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 sehr bedingt. Also sehr, sehr, auf sehr niedrigem Niveau, möchte ich mal sagen. Meine Begabung zum Religiösen ist unterentwickelt. Ja. Diese Idee, was zu hinterlassen, das ist die schlechteste Triebkraft für Kunst, glaube ich, weil man das auch nicht steuern kann. Man merkt ja schon zu Lebzeiten, wie viele von den Dingen, die man gemacht hat, verblassen, wie welche davon sozusagen überhaupt längere Zeit Wirkung hatten und welche eher auch wieder. Und das ist ja auch richtig so, weil man haut ja sowieso so viel raus. Ja, und dann ist eben dieses Hinterlassen-Ding, dann sind eben diese Kunstwerke überdauern. Das ist ja eh so, vita brevis ars longa, ja. Mhm. Aber das ist man ja nicht selber. Das ist sozusagen deren Problem. Ja? Also wenn man mal so über diese Sachen, dass ein Song zum Beispiel, in so einen Kanon eingeht, wo der dann sich nochmal 50 Jahre über den Tod des Autoren hinaus hält, ist wohl so. Aber das hat ja dann auch mit dem Autoren nicht mehr so viel zu tun. Eigentlich gar nichts, wenn man sich es genau überlegt. Wie viele Songs kennt man, von denen man auch nicht weiß, wer die eigentlich geschrieben hat oder so, wann, wer damit angefangen hat. Bei vielen weiß man noch nicht mal mehr, wer die Interpreten sind oder so, weil man nicht aufgepasst hat irgendwann und die Namen vergessen hat. Und das ist völlig in Ordnung, weil ich glaube, das darf man nicht durcheinander bekommen, das eigene Leben und das Überdauern dieser Kunst. Deshalb kann man das nicht aufeinander beziehen. Ich bin immer dafür, die eigene Person ein bisschen zurückzunehmen. Hinter Was ja sehr, sehr, sehr sympathisch ist. Aber du weißt, dass viele Künstlerkollegen den intellektuellen Schritt eher nicht hinbekommen, sondern die dann eins gerne mit dem, was sie da machen und in der Außenwahrnehmung. Ja, das ist ja auch richtig. Also warum denn nicht? Also das ist ja auch in Ordnung. Also weil die machen das, die sind ja Künstler, sie machen das ja auch. Sie können sich ja auch so sehen. Also ich sehe das auch nicht als etwas, was jetzt unbedingt so sein muss. Es ist eine Neigungsfrage. Für mich hat das keine. Ich kann mir über so einen Kram einfach keinen Kopf machen. Dafür habe ich einfach keine Gedankenkapazität frei, jetzt über die Zeit nach meinem Tod nachzudenken. Das bringt nichts. Also jetzt in Bezug auf Kunst und so. Ja.
Weil kann sein, kann nicht sein. Ich werde das nie überprüfen können. Aber was ich schon ganz spannend finde als Frage an dich ist, du hast ja dennoch was geschaffen, was, von dem du jetzt weißt, dich irgendwie überdauern wird. Ne? Also wenn Sven auf dem Weg nach Hause jetzt einen Unfall hat, gibt es dort immer noch eine Musik, die weiterwirkt, es gibt Literatur, die weiter existiert. Hast du mit deinen Liebsten irgendwie geklärt, was soll mit den Sachen passieren, was du da als Rechte quasi geschaffen hast? Ne? Du hast ja irgendwie Urheberrechte geschaffen. Habt ihr da eine Idee? Also, ne, was weiß ich, was ist mit Manuskripten, die bei dir zu Hause auf dem Laptop sind? Darf deine Frau die posthum noch veröffentlichen? Also, das muss man mal sagen. Also, lieber Franz Kafka, wenn du nicht willst, dass man deine Romane nach deinen Lebzeiten, dass man die dann nach deinem Tod vernichtet, dann mach's doch einfach selber. Also, ja, ne, also, deshalb ist ja Max Brod auch so ein guter Freund gewesen, weil er hat das nämlich nicht getan, sondern er hat das Zeug rausgebracht. Das war natürlich gut. Und natürlich hat der, ich nehme an, dass der Franz Kafka auch ein bisschen drauf spekuliert hat. Ja, also, weil sonst hätte er sich ja selber vernichtet. Nein, also, wenn ich tot bin, dann wird das vererbt und das ist eben die Idee von so einem Erbe. Da darf man, also, Kontrollfreak über den Tod hinaus zu sein, finde ich, das ist ein ganz trostloser Gedanke. Das ist aber so. Jetzt ist der Arsch schon tot und jetzt nervt er uns immer noch mit dem, was er für richtig hält. Ne? Ich weiß nicht, ob die Erben von Brecht, die ja als extrem streng gelten, was den Umgang mit dem Kunstwerk betrifft, ob das ist, weil der Bertolt Brecht das so wollte oder weil sie das so wollen. Ich weiß es nicht. Ich bin da nicht genug in der Materie. Aber ich kann nur sagen, das sind eben die Erben und die bestimmen das dann eben. Wenn ich ein Haus erbe, kann ich auch entscheiden, ob ich es verkaufe oder behalte oder anzünde oder was auch immer. Ja, aber die Frage ging ja eins weiter. Hast du quasi mit deiner Familie irgendwas besprochen? Hast du denen gesagt, liebe Leute, ich will nicht, dass irgendwas, was ich nicht zu Ende gemacht habe, auch an die Öffentlichkeit kommt. Nein, wenn ich das nicht will, dann schmeiße ich das weg. Okay, das heißt, du sorgst dafür, dass das schon nicht passiert. Ganz genau. Ich meine, und ansonsten, ich finde, wie gesagt, diese ganze Idee, also eigentlich diese ganze, ich finde das voll richtig, dann, gerade wenn man Kinder hat, ist es wichtig und verheiratet ist und so weiter, ist wenigstens ein Testament zu machen, das halte ich für schlau. Und da sollte man aber, wie gesagt, man sollte nicht zu sehr kontrollfreak sein. Ja, also was soll das bringen, zu sagen, das ja und das nein? Also wenn ich das wirklich will, wo ich wirklich sage, das wäre mir jetzt aber echt peinlich, dann schmeiße ich es doch weg. Weil nur für die es nicht wissen, du bist verheiratet und du hast zwei Kinder. Ja, ja, ich habe Kinder, klar. So, dann habe ich auch ein Testament gemacht. Wie alt sind die jetzt? Die sind jetzt auch schon 16 und 21. Ne? Also überhaupt finde ich es immer besser, wenn man überhaupt sich über diese ganzen Gedanken, auch über die Nachwirkung als Künstler und auch über den Status, den man im Augenblick gerade hat. Man darf es ja nicht vergessen, ich mache das ja jetzt also mit der Musik seit fast 40 Jahren eigentlich, seit Zatopek, die erste Platte war 83, also 38 Jahre. und mit der Schriftstellerei auch schon wieder 20 Jahre jetzt, ziemlich genau. Wann kam das erste raus? 2001. 2001, genau. Also seit 20 Jahren bin ich da präsent sozusagen. Und ich will das eigentlich gar nicht so viel mit der Vergangenheit und der Zukunft. Ich will eigentlich nur, dass man vielleicht nochmal eine Platte macht, dass man das nächste Lied schreibt oder dass man eben nochmal eine gute Idee für einen Roman hat. Und ich freue mich, wenn das mal wieder funktioniert hat und so. Aber dieses ganze Veteranending auch so, der Status, den man hat und so. Ich muss sagen, das kann man machen. Das ist auch nicht, dann ist auch nichts jetzt verboten, aber das führt zu nichts. Das ist absolut nicht produktiv in keiner Richtung. Ich finde ja, dass du da für mich was sehr Hanseatisches an dir hast in der Sichtweise auf die Dinge, weil das ist total schön, wenn man so wir arbeiten ja quasi fast deutschlandweit und wie ich sehe, wie quasi, nicht, dass das weniger emotional wäre im Zugang, aber wie im Norden oder bei den Fischköppen, ich komme aus Rostock, da eher so eine abgeklärte Entspannung mit Sachen ist, was sich gen Süden auflöst. Was mit dem Katholizismus zu tun hat, den die da zu doll eingeimpft bekommen haben? Nee, ich kann das auch nicht ganz bestätigen, weil ich finde zum Beispiel, dass die Österreicher, insbesondere die Wiener zum Beispiel, nochmal eine ganz andere Coolness haben, was so ewige Dinge betrifft und so. Okay. Und also und auch so eine Appetitlichkeit oder so eine gewisse barocke Gleichgültigkeit, das ist schon toll. Also das ist, und ich glaube letztendlich, dass es auch sehr viel individueller ist. Die Frage nur, wie man das ausdrückt, glaube ich. Also wie man das sagt, das wirkt dann sehr hanseatisch, weil ich eben als Bremer auch so ein bisschen so klinge und so und das eben auch, soll ich mal, das in solchen Sätzen dann sage. Aber letztendlich
Es ist immer so eine eigene Entscheidung, was ist einem wichtig und was ist einem nicht wichtig. Und das ist ja auch, es ist ja, wie gesagt, ich finde es völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, es ist mir wahnsinnig wichtig, dass ich jetzt auch mal, was ich, mein Literaturarchiv schon mal ordne und das dann nach Marbach schon mal auslagere oder so. Das ist ja auch in Ordnung. Dagegen ist auch nichts zu sagen. Ich aber persönlich halte das für einen ganz und gar trostlosen Akt. Ja. Also ich selber würde das nicht machen wollen, weil die Vorstellung, dass du sitzt, um meine Vergangenheit zu sortieren und dann irgendwie so, das kann weg, das muss hin und das ist, oh, das können die Marbacher gerne haben. Damit kann ich nichts anfangen. Das sollen andere machen. Dafür sind die da. Dafür studiert man doch Germanistik und so. Ja, das mache ich doch nicht selber. Ne? Da soll gefälligst irgendeine Juniorprofessorin. Aber das ist auch so, das hat ja sowas, hat auch dann auch was sehr Eitles, also auf eine Weise, also dass man sozusagen, oder sowas Kontrollfreakhaftes. Ne? Ich glaube einfach, es gibt aber Leute, denen ist Ruhm und Nachruhm sehr, sehr wichtig und es gibt Leute, denen ist es einfach nicht so wichtig. Ich möchte gerne, dass meine Romane berühmt sind und dass die Lieder, die wir mit Element of Crime machen, dass die alle hören. Die gehören in jeden deutschen Kopf, ja, sozusagen. Also, ne? Aber nicht das, Sven. Ja, genau. Ich möchte auf der Straße nicht erkannt werden. Ich kann das nicht. Wirst du erkannt? Ja, natürlich, aber manchmal schon. Vor allen Dingen in Bremen, aber hier auch. Und je mehr man, wenn man im Fernsehen war, wird man ganz oft erkannt. Fernsehen ist das Gefährlichste von allem, was das betrifft. Und wenn man längere Zeit nicht im Fernsehen war, wird es weniger. Das finde ich auch gut. Weil beim Fernsehen erkennen auch Leute, die das nicht gut finden, was man macht. Und die das nicht interessiert. Weil wie lange bist denn du schon in Berlin? Du bist da auch schon Ewigkeiten hier, oder? Ja, seit 1982. So. Nimmst du dich schon noch als Bremer wahr? Ja, man kriegt das ja nicht mehr raus. Also die ersten 20 Jahre haben ja noch eine ganz andere Bedeutung als alle anderen 20 Jahre danach. Also das erste Viertel oder so eines Lebens, also wenn man von 80 Jahren mal ausgeht, was ja auch ein gefährlicher Irrtum sein kann. Es geht manchmal ist ja auch viel früher Schluss. Aber wenn man, die ersten 20 Jahre sind ja in einem Ausmaß prägend, das kann man ja überhaupt nicht vergleichen mit irgendetwas, was danach kommt. Wo in Bremen bist du groß geworden? In Bremen-Ost, in der Neuen Fahr und in Blockdiek. Okay, also das war es auch im Buch dann wieder. Ja, aber eben nicht so. Also ich bin ja in der Neuen Fahr nur erst gewesen, bis ich 9 war oder so oder 10. Und dann sind wir nach Blockdiek gezogen, Anfang der 70er Jahre. Und das war nochmal ein anderer Schnack, Blockdiek. Das ist nochmal ein bisschen anders. Aber das sind beide so Neubauviertel eigentlich im Bremer Osten. Also Bremer Ost ist schon so ein spezielles Ding irgendwie. Also insofern ist das egal, aber ich sagte nur in Bremen, ich öfter mal bei sowas, wenn du in so einer Sendung wie 3 nach 9 bist und so, dann bist du natürlich in Bremen extrem gesichtsbekannt und Bremen ist eine kleinere Stadt. Das heißt, dass wenn du dann ein bestimmtes ins Steintorviertel gehst, dann wirst du schon eher erkannt. Okay. In Berlin ist das eher so, dass das achtet ja kein Mensch mehr drauf und so. Also das finde ich, das ist in Berlin ist eben eine sehr große Stadt und in der kann man auch gut verschwinden. Man ist eigentlich, doch wird da sehr stark in Ruhe gelassen. Und das Tolle ist, wenn die Leute einen erkennen, die das auch mögen, was man tut, und die das wissen, was man tut, also als Autor oder als Musiker, die haben Respekt und lassen dann auch in Ruhe. Also nerven tun immer nur die Leute, die eigentlich mit dem, was man da macht, gar nichts zu tun haben. Das ist egal. Sie einen einfach nur im Fernsehen gesehen haben, so, das ist der Punkt. Deshalb ist es so wichtig, dass man eben nicht so fernsehbekannt wird, wenn man das nicht will. Da muss man das steuern. Mir hat Flake, der Keyboarder von Rammstein, erzählt, der ist jetzt ja auch unter die Autoren gegangen, und meinte, dass ein Nachteil davon ist, dass es ganz lange Zeit so war, dass Leute ihn nicht erkannt haben auf der Straße. Ne? Die haben den Rammstein-Sänger erkannt, aber ihn nicht. Und jetzt ist es neuerdings zumindest in Berlin so, dass dadurch, dass er auch andauernd bei Radio 1, hallo Radio 1, präsent ist, dass jetzt anfangen Leute ihn zu erkennen, nachdem der auch seit Jahren das macht. Du wohnst ja hier in der Stadt und hast aber dennoch ja eine Affinität, also eine der wahrscheinlich lustigsten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, ist Hayalam am Müggelsee. Ja, das ist ein Spitzenfilm. Vielleicht der beste Film für jeden, der ihn nicht gesehen hat. Es ist, glaube ich, was Humor, der ausschließt oder so. Ne? Also ich glaube, es ist Humor, den man wahrscheinlich auch nur so... Da habe ich mich ganz halt gefragt, das ist ja nicht dein Kiez da draußen. Aber nein, das ist Leanders Kiez. Ja, den Film habe ich ja mit Leander Hausmann zusammen gemacht. Der ist ja da aufgewachsen. Genau, weil da ist so viel Humor drin, der nur... da draußen in Köpenick, Friedrichshagen, in dem Spannungsfeld überhaupt funktioniert. Nein, wir nennen es ja ein Kommunalpolitik-Thriller.
Ja, aber was da ist, ist, da steht eben stellvertretend für jede, weil die Menschen leben ja auch immer in kleinen Einheiten. Man kann sagen, ich lebe in Berlin, aber die Wahrheit ist, dann macht sich die Welt natürlich auch überschaubar, muss es auch machen, weil sonst kommt man überhaupt nicht klar. Niemand kann in ganz Berlin, in ganz Deutschland, in der ganzen Welt leben, das geht gar nicht. Sondern es sind immer dann eigentlich eingeschränkte, kleinere Bereiche. Ja, selbst bei Leuten, die das, also so Executives oder so, die auf der ganzen Welt unterwegs sind, die sind halt immer in Flughäfen, in den Business-Class-Lounges und in den einschlägigen Hotels oder bist so. Bist du da dann rausgezogen für einen gewissen Zeitraum, um mit am Buch zu schreiben? Nein, nein, das war so, dass Leander und ich hatte Leander besucht, der wohnt ja am Müggelsee und dann am Müggelsee. Also Leander ist Leander Hausmann, das muss ich einmal. Leander Hausmann habe ich ihn besucht und dann bin ich erstmal mit der S-Bahn gefahren bis Friedrichshagen und dann von da aus noch mit der Straßenbahn und fuhr also da so lang und dann kam ich irgendwie auf High Alarm am Müggelsee, ich weiß nicht warum, auf den Titel einfach. Und kam also zu ihm rein und so, hey, ich habe einen guten Filmtitel, High Alarm am Müggelsee. Und dann sagte er, ja genau, da konnte das und das passieren. Und ich glaube, wir haben dann in 14 Tagen das Drehbuch geschrieben. Wir haben das Drehbuch im Februar geschrieben, haben den Film im Sommer gedreht, ja, und dann war der schon fertig. Und dann kam der im Herbst raus. Das ist quasi eine der schnellsten Filmproduktionen ever. Die Deutschland wahrscheinlich je gesehen hat. Das ist sonst nur so, sonst schafft das so die Klaus Lemkes dieser Welt, glaube ich. Ne? Dann die Frage, bei dem, wo du, wenn du sagst, du hast diese verschiedenen Orte, wo du auch zu Hause warst, wo wirst du beerdigt? Wo ich beerdigt werde, keine Ahnung, ich glaube, ich nehme an in Berlin. Ich meine, schon den größten Teil meines Lebens in Berlin gelebt, das wäre schon komisch, wenn nicht. Aber es ist immer noch die Möglichkeit auch der Seebestattung, das darf man ja nicht vergessen. Also mein Vater zum Beispiel hat ja eine Seebestattung bekommen, da sind wir dann rausgefahren auf die Nordsee. Da ist mir dann auch gleich wieder schlecht geworden und so. Aber das war schon toll, weil das hatte auch so einen speziellen Charme. Ich bin großer Freund von Trauerfeiern, ich bin großer Freund von Beerdigung. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich bin nicht so ein großer Anhänger von Grabsteinen und Mahnmalen und so, also so Erinnerungssachen, so, das, so Dinge, also wie so ein Grabstein. So. Das sagt mir eigentlich nicht so viel. Also der Event. Der Event ist wichtig, weil man, da kann man dann weinen und so und die entsprechenden Reden hören und sagen und danach eine Party machen und dann kann man das auf eine Weise auch überwinden. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Zäsur, dass man auch sagt, jetzt ist dann auch mal vorbei. Ne? So wie wir bei diesen New Orleans-Beerdigungen, wo man also auf dem Hinweg so eine Musik spielt und auf dem Rückweg eine andere. Ne? So. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Die Sache selbst, dass man sozusagen so ein Ort hat, wo man jetzt speziell so ein Stein stellt, das kann, finde ich, total, das kann sehr schön sein, das kann auch ganz toll sein, aber ich bin nicht jemand, der Gräber aufsucht zum Beispiel. Deshalb, also es würde auf jeden Fall ja zu deinem Konzept des Ich zurücknehmen, passend zu sagen, wir machen, wenn dir was passiert, hier in Berlin eine sehr schöne, große Trauerfeier und dann geht's auf die Nordsee. Ja, nee, das ist mit der Nordsee, das Problem ist halt mit der Nordsee, dann mussten halt wenigstens die Engel dann auch noch da mit diesem Boot rausfahren, das ist auch schwierig, dann lieber vielleicht so eine kleine Beisetzung, weißt du, das ist ja so eine Urne oder so, das ist ja okay. Ich zum Beispiel selber werde auch das nicht festlegen, was für meine Beerdigung, das mache ich nicht. Ja. Weil ich glaube, das ist gut, wenn das die Leute machen, die das dann auch miterleben. Was geht mich das an? Ja, die müssen ja wissen, wie sie damit umgehen wollen, dass man gestorben ist. Also da endet auf jeden Fall die geringe religiöse Fähigkeit, nämlich es geht nicht um den Körper erhalten oder sowas, es gibt keinen Leben nach dem Tod. Na gut, das ist die Idee vom Leben nach dem Tod hat eher was mit der Seele als mit dem Körper zu tun. Nicht? Also das ist ja dann... Das hängt von der Religion ab. Ja gut, das ist ja das Interessante, dass bei den Römern, das ist ja dieses, die antike Stadt von, wie heißt das noch, Fustel de Coulanges oder so, wo es darum geht, dass eben ganz viele politische Dinge oder die Entwicklung der römischen Zivilisation damit zu tun hatte, dass sie ganz stark an die Erde gebunden waren, in der ihre Vorfahren bestattet sind. Also dieses unverrückbare Klammern sozusagen an den Boden, der bei den Römern ja ganz, ganz auffällig ist, hat damit zu tun, dass eben diese Hausgeister, auch die Geister der Vorfahren und so weiter, mit diesen Altären, die man für die Vorfahren auch dort hat, das darf man nicht weggeben. Die sind erst dann gestorben, wenn sozusagen die Erde, in der sie ist, weg ist. Das ist also ein sehr, sozusagen sehr stark sozusagen an die Sache selbst, an den Grund und Boden gebundene Spiritualität. Während ja aber das die ganze christliche Sache ist ja auch sehr viel durchgeistigter. Also
also auf eine Weise sozusagen, dass eben die Seele fährt in den Himmel und die sterbliche Hülle ist eigentlich sozusagen, hat damit eigentlich dann nichts mehr zu tun, diese Trennung, die man da vornimmt. Ne? Na gut, noch extremer in die andere Richtung, natürlich Pharaonen und so, wo es also um die Mumifizierung geht und die müssen halt sozusagen ewig da bleiben und so. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt, noch viel stofflicher. Ich meine, es gibt ja diese Geschichten, ne? Also mit Rio, der da erst auf ihrem Bauernhof von den Tonsteine-Scherben beerdigt wurde und dann posthum exhumiert wurde, um in Berlin ein Ehrengrab zu bekommen. Wobei ich da auch nicht weiß, ob er das persönlich wirklich gewollt hätte. Also mag ich dran zweifeln. Kennst du das hier? Hast du das mal erlebt, dieses Rio-Grab in Schöneberg? Nein. Wobei ich den Friedhof, glaube ich, kenne ich. Ne? Das ist der da in Schöneberg. Der alte St. Matthäus, genau. Genau. Nein, aber das ist, ich bin kein Grabgänger, also jemand, der zu einem Grab geht und da mit jemandem Zwiesprache, das brauche ich nicht. Es ist ja so, gerade bei den Eltern, wenn sowas wie, weil mein Vater ist schon gestorben und schon vor langer Zeit eigentlich, vor 22, 23 Jahren, wenn so jemand gestorben ist, das ist ja ein unglaublicher Einschnitt. Für dich. Und ist ja klar, und es ist nicht so, dass ich sagen kann, dass es irgendwann vorbei ist oder so. Wie alt warst du da? Da war ich ja auch schon, 98, wie alt war ich denn da, 37 oder so. Aber das ist egal, darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass diese Bindung natürlich noch da ist. Aber die hat ja nichts mit so einem Grab zu tun in dem Sinne, sondern die ist eben, und ich muss auch nicht an der Nordsee stehen, um an meinen Vater zu denken. Weißt du, was ich meine? Also das muss ich auch nicht. Ne, wo, abgesehen davon, dass diese Gewässer ja sowieso alle zusammenhängen, ist das also musste ich das auch nicht, sondern ich glaube, dass man davon absieht und eher sozusagen, wenn überhaupt, das eine ideelle Geschichte ist, das entspricht eigentlich eher der Idee einer Seele. Ne, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das heißt, es ist also bis heute auch ein Thema, der Verlust von deinem Papa. Ja, natürlich, klar. Das ist ja für jeden Menschen. Also das ist also bei allen Leuten, man lebt immer auch mit den Leuten, die gestorben sind, die man gekannt hat und die einem wichtig waren. Hast du einen guten Draht gehabt miteinander? Ja, natürlich, klar. Aber wenn es nicht so gewesen wäre, wenn wir echt einen schlechten Draht gehabt hätten, dann wäre das vielleicht auch noch ein Thema für mich, aber anders. Also, ne, so. Aber letztendlich ist es so, wenn du Menschen, die du liebst, verlierst, dann wirst du weiter mit denen leben, solange du lebst. Du wirst sie nicht einfach vergessen. Und du brauchst auch keinen Grabstein, um dich an die zu erinnern. Ja, also meine Großmutter oder so, meine Großeltern, meine Großmütter vor allem, da brauche ich eben nicht, ich weiß gar nicht, wo die begraben sind, ehrlich gesagt. Also ich glaube, meine eine auf dem Osterholzer Friedhof in Bremen und die andere in Delmenhorst. Aber ich muss ja nicht an das Grab gehen, um an meine Oma in Delmenhorst zu denken. Ich denke ja auch nicht an so einen Stein, sondern denke ich ja irgendwie, wie die in ihrer Wohnung in der Lachmannstraße war oder so, aber doch nicht, weißt du so. Also obwohl ich Menschen schon verstehe, die irgendwann sagen, dass also der Friedhof, wenn der gut gemacht ist, dass der so ein Ort auch des Suspendierens ist, nämlich das ist also nicht als Ort des Friedhofs, sondern ein Ort zu haben, wo sagen, da kann ich mich bewusst hingeben, wenn ich Traurigkeit leben will, wie der Raum auch immer gestaltet ist. Ja, ne? Nee, verstehe mich nicht falsch. Das ist das große Problem immer bei den Leuten, dass viele Leute denken, dass bloß weil es ihnen selber so geht oder nicht so geht, dass es auch für alle anderen gelten sollte. Sozusagen der völlig falsch verstandene kategorische Imperativ. Also alles falsch rum. Ja? Also nicht Handel steht so das, sondern die anderen sollen so handeln, wie ich das für richtig halte. Nein, ich glaube, dass es total legitim ist und richtig ist und auch verständlich ist, dass es Friedhöfe gibt. Ich bin aber eher der Freund der Trauerfeiern, der Bestattung selber und der danach stattfindenden Party, weil ich glaube, dass das für mich das Wichtigste ist. Bin ich sofort bei dir. Und dann gibt es eben Leute, denen das sehr, sehr wichtig ist, dass sie einen Ort haben, an dem sie sich wirklich auch erinnern können und wo sie hingehen können und wo sie das damit verbinden. Und bei anderen Leuten findet das eher in so einer anderen Art von Erinnerung statt. Also in Erinnerung statt und dann erinnert sich dann eher an andere, also man braucht diesen Anlass nicht. Aber das eine hat mit dem anderen sozusagen, also das ist eine reine Neigungsfrage. Ja, wenn du das jetzt wahrscheinlich auch kulturhistorisch versuchst zu betrachten, erinnern ist eine Kulturkompetenz. Ne? Also sich erinnern, sich bewusst erinnern, das ist eine Kulturtechnik. Und ich glaube, dass die einfach auch häufig, also du hast eventuell auch noch das Handwerkszeug, um dich zu erinnern. Ne? Also man kann sich über Schreiben erinnern, man kann sich über Kunst erinnern. Ne? Das ist eine Form, wie man das machen kann. Und sich mit sich selber auseinandersetzen. Und ich glaube, dass wenn dir diese Techniken fehlen, also wenn ich an meine Oma, die lebt noch 85,
die guckt immer noch weinend auf Bilder von meinem Opa und läuft alle zwei Tage auf den Friedhof, weil sie da in so einem Schuldkomplex auch drin ist, ne? Ja, man, ja, das meine ich. Ich bin sicher, dass das steht gleichberechtigt nebeneinander. Das ist der Punkt, den ich hier sage. Das eine ist nicht besser als das andere. Also ich meine, meine Großmutter zum Beispiel auch, die hat ist immer auf dem Huckelrieder Friedhof gefahren und hat also wirklich jeden Sonntag und hat sich da um das Grab ihrer Mutter gekümmert. Aber ihrer Mutter, nicht ihres Vaters. Ja, das, um das Grab hat sie sich gekümmert, das war ihr wichtig. Und das ist natürlich auch einfach eine Methode, wenn ich sage, der Mensch ist das melancholische Tier. Das heißt, es gibt alles Methoden, um auch damit umzugehen, um das irgendwie zu bewältigen. Und auch das gehört dazu. Und das ist darum auch völlig legitim und richtig. So wie auch dazu gehört, dass man Kunst macht oder Witze oder eben auch Drogen nimmt. Ne? Also das sind alles Dinge, die sozusagen einen das bewältigen lassen, was man da erlebt in dem Zusammenhang. Also der Akt zu sagen, ich gehe jetzt auf den Friedhof und kümmere mich um das Grab meiner Mutter und mache da Blumen, das ist ja eine ganz tolle und eigentlich auch, wie soll ich sagen, absolut freiwillige und total sozusagen der Sache hingegebene Angelegenheit. Also jetzt nicht so auf im engeren Sinne vernünftig ist und so. Und das ist ja gerade das Wichtige daran. Ja, das ist nicht rational. Das ist ja gerade das Wichtige daran. Nur dadurch kommt man der Sache dann auch wieder näher. Und deshalb das gilt für all diese Sachen. Und ich bin mehr so ein Memory-Freak vielleicht, der sich einfach an ganz viele Dinge auch erinnert, die das dann auch überlagern würden. Also wo das für mich eher das nichts bringt, so, ne? Aber bist du gut mit Erinnern im Kopf? Oh ja. Das ist mein Problem. Ich vergesse nichts. Ich vergesse nichts. So wie ich heute, muss ich gestehen, für eine Sekunde dachte, wir haben vor ein paar Wochen miteinander gemailt, dass du heute kommst. Dass ich so, hätte ich den noch mal einen Tag vorher dran erinnern müssen, dass heute der Termin ist? Nee, gut, das ist aber, da habe ich aber Hilfsmittel, da habe ich schon einen Kalender. Also, ja, das ist mir schon klar, aber es gibt ja Leute, die quasi zu einer Zuverlässigkeit neigen. Und das dann auch. Nein, aber ich meine eher was anderes. Ich meine eher sowas, dass man sagt, so, was weißt du noch, damals jetzt war der dritte Gig, den wir gemacht haben, der war da. Das weißt du alles noch. Im Chikulala in Dortmund und so, ja, klar. Also, aber was, ne, also. Und kann ich, aber für andere unangenehm werden, dass du dich so gut. Ja, wir haben neulich einen Podcast gemacht über die Geschichte von Element of Crime, Jakob, Richard und ich, die also von Anfang an nicht dabei waren. Da habe ich dann schon gemerkt, dass ich aufpassen muss, dass ich da nicht, weil das ist ja, das kann ja auch, ne, dass einer immer nur sich an die, und das war interessant, also woran ich mich erinnert, aber auch, es gab dann aber auch Sachen, an die hatte ich mich so nicht erinnert und die wussten die anderen, also insofern ist das auch nicht so, dass ich da jetzt der totale Freak bin, ja. Kein Monk, der Sachen total autistisch abspeichert. Naja, ich glaube, ein bisschen was davon hat er schon. Aber das ist nichts, so, von dem ich vergesse nichts nach dem Motto, so weil man jetzt irgendwie was heimzuzahlen hat oder weil. Das ist eher so, dass man einfach so noch relativ viel letztendlich kann sich ja fast jeder, und nach Hypnose können sich ja die meisten Leute an ganz viele Dinge erinnern. Und das ist also einfach, dass man also auch ohne das einfach dazu Zugang hat. Das ist einfach so ein Glücksfall vielleicht. Oder vielleicht ist auch Pech. Vielleicht schleppt man auch zu viel mit sich rum, weiß ich auch nicht. Ne? Das heißt eigentlich so dein Mittel, Umgang als das melancholische Tier ist, Techniken zu leben, die du kannst, die dich das vergessen lassen, dass du irgendwann stirbst. Habe ich das richtig verstanden? Nein, das vergisst man ja nicht. Aber dass man in dem Moment, nein, dass man einfach, dass es auch noch andere Themen gibt für einen. Ne? Dass man sozusagen, dass man das, ja, vielleicht ist es so, dass man das macht, was du einen schon im Moment vergessen hast oder wo es zumindest irgendwie einem nicht mehr so schlimm vorkommt. Ja, weil man das mit so einer Distanz heraus plötzlich sieht. So wie man ja auch mit den Romanfiguren umgeht und so. Das ist ja auch eine Möglichkeit generell zur Welt insgesamt, so eine gewisse Distanz, dass man alles nicht so persönlich nimmt. Na? Ein Künstler, der jetzt auch wie du die 40 zumindest knapp überschritten hat, der meinte, für ihn ist das Problem mit dem Tod, dass der anklopft und der aber noch so viel vorhat. Also der einfach sagt, ey, ich habe jetzt noch 30 Jahre auf dieser Erde und ich habe aber so viel noch an Output, den ich geben möchte, und der total getrieben wurde dadurch. Ja, deshalb gibt es ja meist immer noch mal so eine Beschleunigung bei vielen. Stimmt, wenn man 20, 30 ist, da habe ich auch viel mehr Alkohol getrunken und auch viel, also im Grunde genommen viel weniger mich auch konzentriert auf Dinge. Ja. Ne? Ich habe also mit 40 erst angefangen mit dem Romane schreiben. Ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, dass es sicher schlau ist, wenn ich mit der Trompete noch ein bisschen mehr machen will, als immer eben nur diese Melodien bei Element of Crime zu spielen, nochmal was anderes machen will, dann wird es jetzt Zeit, weil ich jetzt so 60 bin und das dauert dann schon, also das ist dann, habe ich vielleicht noch 10 Jahre,
10, 15 Jahre, wo ich wirklich Trompete spielen kann. Weil das ist ja irgendwann auch von der Kraft her, von allem, was es bedeutet, von der Technik her, von den Zähnen her, wie sie sich dann darstellen und so, wird das ja nicht leichter. Ne? Ich habe vom Technik der Trompete spielen ja. leider überhaupt keine Ahnung. Ja, aber das ist ein anstrengendes Instrument. Das ist schon so, das ist auch körperlich. Kraft. Ja, man braucht Kraft. Jedenfalls so, wie ich sie spiele. Und wenn ich also daraus noch was machen will, dann ist es jetzt die Zeit. Deshalb habe ich so eine Jazz-Geschichte gemacht, Regner, Papi, Busch, wo wir eben Jazzmusik machen, wo die Trompete, so ein Trio auch, wo die Trompete eine sehr große Rolle spielt. Das war meine Idee und das ist auch mein Baby so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, dass ich der Trompete eigentlich sozusagen nicht genug Zeit gewidmet habe. Das ist so genau so ein Effekt eigentlich so ein bisschen. Und das ist ja generell so, wenn das Leben unendlich lang wäre, würde ja keiner irgendwas groß in Angriff nehmen, weil kann man ja immer noch nächstes Jahr oder in 500 Jahren machen. Und deshalb ist es völlig klar, dass man gerade dadurch, dass das Leben begrenzt ist, sozusagen auch ab und zu mal aus dem Quark kommt. Ne? Das ist immer so die Schizophrenie, in der ich mich auch in Gesprächen so bewege. Ne? Selbst ich, der jeden Tag damit zu tun habe, verdränge das relativ erfolgreich in einem guten Sinne, als dass ich fokussierter bin auf Sachen, die mir wichtig sind. Also was du gerade beschreibst, ne? Dieses sich an Endlichkeit zu erinnern, heißt, ich fokussiere mich bei dir jetzt aufs Trompete spielen und sage, das ist noch was ich mehr Raum gebe. Sprichst du mit deinen Kindern über sowas wie, was ist, wenn ich mal nicht mehr da bin? Nö, das ist ja auch doof, das will man ja nicht. Aber ich finde ganz gut, wenn jetzt andere Verwandte und sonst viele Leute sterben, dann ist natürlich klar, dass es auch mit den Kindern, gerade wenn sie dann auch, als sie noch kleiner waren, das natürlich auch ein großes Thema ist. Aber das liegt ja in der Natur der Sache, das ist ja in jeder Familie so. Ja. Sven, ich danke dir, dass du so offen gesprochen hast und ich hoffe, dass der Zeitpunkt, bis deine Frau hier anruft und sagt, wir müssen eine sehr große Trauerfeier für Sven organisieren, noch möglichst lange in der Zukunft liegt und ich dann auch schon Rentner bin. Ja, besser wäre das. Ja, sehr geschehen. Wir wissen gerade noch nicht genau, wahrscheinlich kommt der Podcast raus, wenn das neue Buch schon draußen ist. Mhm. Sag noch mal, wie das neue Buch heißt. Es heißt Glitterschnitter. Und es wird nicht darin gestorben, wie wir vorher festgestellt haben. das ist ja schon wieder, sagen wir ja schon alles. Nein, aber das ist, ja, aber fast. Das spielt eben auch vor über 40 Jahren, also Anfang der 80er Jahre. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo einem das mit dem Erinnern dann auch ganz gut hilft. Weil man dann eine Menge Ideen einfach bekommt für die Geschichte, auch wenn man das so gar nicht erlebt hat. Aber dass die Ideen kommen, weil man sich dann aufgrund der Erinnerungen, die man hat, vorstellen kann, was alles noch so passieren könnte. Ich glaube, das ist dabei wichtig. Also, allen kauft das Buch, lest es, ist mindestens genauso gut wie die Vorgänger. Dir vielen, vielen Dank, dass du den Weg aus dem Prenzlauer Berg in den Prenzlauer Berg hier zu uns in den Laden geschafft hast. Ja, ich musste den S-Bahn-Ring überqueren, machen wir uns nichts vor. Es war gefährlich. Das ist eigentlich schon ein ziemlich weiter Schritt. Vielen Dank. Sehr gern. Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.